Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen uns heute auf den Weg zur Insel des Todes. Also da hinten irgendwo. Wie steht denn der Wind aktuell? Ja, wir könnten mit dem Wind in Richtung Händler kommen. Das wäre der Plan. Also hier weiter. Jetzt müssen wir erstmal ein Stückchen nach links schwenken. Sonst krachen wir hier volle Bude in die Insel rein. Oh, guck mal, der hat sich ja auch verirrt, der Kleine. Komm nie wieder runter, wird irgendwann verhungern. Tut mir leid für dich. Nicht. Oh, hier vorne kommt auch noch ein kleiner Stein. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin eigentlich viel zu schnell unterwegs. Mit dreimal ausgeklappten Segel. Aber no risk, no fun. So ist es halt. Na, ich soll's nicht sagen. Schön. Gut, also wir machen uns auf zum Händler. Der Wind steht einigermaßen gut. Und von dort aus teleportieren wir uns nach Hause, machen das Schiff klein. Au, 50 Schaden, das war nicht ohne. Ja, machen dort das Schiff klein, das wäre der Plan. Dass wir uns dahin teleportieren können, bauen das hier neu auf und gucken dann mal hier oben bei dem Gebirge. Moment. Da irgendwo, da ist es. Ich habe jetzt nochmal geguckt, zwecks dem Ofen, der dazugekommen ist. Der bringt uns aktuell noch gar nicht... Oh, oh, oh Gott, wir müssen gucken. Wird lieber links dran vorbei. Ja, der bringt uns aktuell noch gar nicht so viel. Also ich habe jetzt zwei Rezepte gelesen, die wir da, dort machen können. Das ist einmal irgendeine Lox-Pastete und Lox-Fleisch haben wir eh noch nicht. Und in dem Ofen können wir auch Brot backen. Allerdings brauchen wir, um Brot zu backen, Gerste und die finden wir erst in den Ebenen. Und dann brauchen wir noch eine Windmühle und so weiter und so fort. Das heißt, das bringt uns aktuell noch nicht so viel. Also ist nicht schlimm, dass wir uns darum noch nicht gekümmert haben. Ich habe eigentlich nur eine Ausrede gesucht. Und ja, das machen wir dann auf jeden Fall später mal noch. Ich sag mal, aktuell so mit den Lebensmitteln sind wir ja eigentlich ganz gut am Start. Jetzt gerade haben wir das Ausdauerbild. Und lebenstechnisch können wir da auch noch mehr machen. Wir können dann zu Hause auf jeden Fall schon mal die Zwiebeln anpflanzen. Dann gibt's bald leckere Zwiebelsuppe. Ich hoffe mal, dass wir jetzt hier irgendwo rumkommen. Ich wollte gerade sagen, geil, dunkler Wald, wir können Händler suchen. Aber hey, das haben wir ja schon geschafft. Ich habe es immer noch nicht so richtig realisiert. Vorne geht es auf jeden Fall noch weiter. Ich hoffe mal, wir kommen dann... Na, obwohl, wir müssen eigentlich nur geradeaus. Dann können wir dort an der Insel irgendwo Halt machen, machen das Boot klein. Und können dann zur Insel des Todes. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Aber das ist halt so, was will man machen? Ein kleines Stückchen nach rechts können wir noch. Dann sind wir so ungefähr auf Kurs. Jetzt nochmal Daumen drücken, dass... Na gut, der Wind ist nicht mehr optimal, aber es passt noch von der Geschwindigkeit. Einmal Daumen drücken, dass jetzt nicht noch irgendwie was Fieses passiert. Der Schmutzshake ist schon wieder am Blinken. Ah, und hier vorne kommen wieder Inseln. Ach, Menno. Geht doch weg. Ich möchte euch nicht. Ich möchte einfach nur zu meinem geliebten Händler. Da hinten könnte auch wieder Gebirge sein. Ja, jetzt würde ich gerne nochmal dort gucken gehen. Aber am Ende ist es eh wieder irgendwie bloß so Gebirge in den Ebenen oder sowas. Aber wenn hier natürlich so komplett in der Dunkelheit auf einmal so ein totes Kito angeflogen kommt, da hast du aber auch verloren, ne? Ja, ich würde so gerne gucken gehen, aber es ist schon wieder so düster. Ich habe das Gefühl, das Land ist näher, als ich denke. Wir rasseln gleich voll rein. Wir gehen schon wieder voll weg vom Händler. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Was macht man? Komm, wir riskieren es. Wir ballern mal noch eine Runde nach da vorne. Vielleicht haben wir ja doch Glück, dass da noch ein Gebirge kommt. Weil ich sag mal so, die Option mit Insel des Todes... Ihr kennt meine Meinung zu der Insel.
wenn es nicht unbedingt sein muss, muss ich da auch nicht unbedingt hin. Weiß, dass ich nass bin. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier vorne kommt nämlich schon Festland. Was ist denn das? Auch Ebenen? Ah, ich sehe schon, das war ein Fehler, hier hinzumachen. Wir sehen halt auch gar nichts mehr vom Gebirge, aber wir sind schon wieder komplett an Ebenen, obwohl das könnte Sumpf sein hier vorne. Ist halt nur die Frage, kommt da wirklich noch Gebirge? Oder war das irgendwo hier drüben und ist noch viel, viel weiter weg? Wie gesagt, immer noch Ebenen. Obwohl das definitiv hier Sumpf ist. Naja, ich würde sagen, wir docken hier mal irgendwo an. Jetzt sind wir zumindest erstmal im Sumpf. Da kommen wir einigermaßen mit klar. Guck mal, hier vorne ist doch eigentlich ganz gut. Warten zwar direkt ein paar Torga auf uns, aber lebenstechnisch geht's eigentlich einigermaßen. Was zur Hölle? Alter, wie viel Schaden hat er mir gerade reingepfeffert? Habt ihr das gesehen? Weil das ein Stufe 2 Torga ist oder warum? Junge. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht unbedingt gut geblockt. Beziehungsweise ich habe gar nicht geblockt, aber... Alter Schwede. Der hat uns ja gerade 50 Leben oder so abgezogen. Wir müssen trotzdem immer noch aufpassen, ne? Ich nehme das manchmal so auf die leichte Schulter und sage, komm Sumpf, da rennen wir easy peasy durch. Ah, okay, wir hatten auch keinen Helm. Entschuldigung. Das ist natürlich richtig, vielleicht lag es auch ein bisschen mit daran. Ich hatte auch irgendwo einen Schlundig. Ah, da ist er. Wollte doch sagen, ich habe doch einen gesehen. Inventar ist einigermaßen leer. Wir markieren uns jetzt mal kurz die Stelle. Und dann würde ich sagen, also das Boot ist auf jeden Fall noch im seichten Gewässer. Also wenn hier irgendwas passiert, müssten wir es eigentlich wieder einsammeln können. Wir haben natürlich gar kein Holz dabei. Ich würde das Boot zumindest ganz gerne nochmal reparieren. Wir hauen mal hier kurz die Tannen ein. Dann können wir noch eine Werkbank basteln und mal kurz repairen. Zack. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ist jetzt ein bisschen doof, jetzt haben wir den Reif nicht auf dem Kopf. Wäre natürlich schön damit, dann sehen wir alle ein bisschen mehr, aber... Da ist es mir doch gerade lieber... Wenn wir ein bisschen mehr Rüstung haben. So. Sumpfige Freunde. Hallo. Erstmal... Gibt es eine mit Frost? Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall. Na gut, das war halt so ein Stufe 2 Torga. Der pfeffert natürlich nochmal ein bisschen mehr rein. Wir haben keinen Giftwiderstand mit, ne? Wir müssen echt aufpassen wegen den Schlundis. Also ich hatte irgendwo hier hinten Gebirge gesehen. Komm, wir gehen jetzt einfach mal eine Runde hier rumlaufen. Ah, super. Die Insel hört hier auf und das Gebirge kommt wahrscheinlich da hinten. Und die ganze Aktion war für umsonst. Aber wir haben hier noch einen Stein, den können wir uns mal angucken. Ach, Menno. Warum habe ich immer so viel Pech? Ich verstehe das nicht. Höre die Worte von Ulf. Ja, ja, Ulf. Der war auch überall. Ach, Mann. Ich glaube, da hinten ist das Gebirge. Ich glaube zumindest ein bisschen was erkennen zu können. Schade. Ich dachte, wir können uns hier mal niederlassen, rennen ein bisschen durch den Sumpf und finden irgendwo ein Gebirge. Kann natürlich auch sein, dass wir hier in der anderen Richtung noch Glück haben, aber da vorne kommen auf jeden Fall Ebenen. Und jetzt hier einmal komplett durch den Sumpf rennen, dafür, dass am Ende doch gar nichts kommt, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Also doch wieder zurück zum Boot. Oder wir machen es halt gleich hier kaputt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es doch immer noch zu tief im Wasser steht. Nee, wir lassen das. Wir machen mit dem Boot weiter in die Richtung. Wind ist einigermaßen mit uns. Das wird schon passen. Uiuiui, wir müssen definitiv hier weg.
Ah, warum habe ich denn meine Waffe wieder aus der Hand genommen? Kann mir das jemand erklären? Ah, Schlundi. Ah, Sumpf, es ist wirklich... Wow. Wir haben vor allem kaum noch Ausdauer und... Na, ich habe gar keinen Bock auf Vergiftung. Ehrlich nicht. Nein. Aua. So 5,5 Schaden macht er uns noch. Das ist einigermaßen... Ach, die Ausdauer. Die Ausdauer. Sollte vielleicht auch nicht rennen. So, Schleimi, komm und jetzt hier mal ohne Vergift. Oh Gott. Oh nö, da kommen wieder zwei kleine raus. Ja, und wir wurden vergiftet. Och, na klar, jetzt noch ein Geist. Ich sag's euch, wir sterben hier noch, ne? Weiß gar nicht, können wir den einfrosten? Wahrscheinlich nicht. Gott, wir machen dem ja kaum Schaden. Ist ja aber echt wenig. Ui, aber der haut uns dafür ordentlich eine rein. Ich weiß nicht, was das mit dem Sumpf ist, aber es gibt so Stellen... Nein, ich hänge. Es gibt so Stellen am Sumpf... Boah, wir müssen unbedingt weg, ne? Es gibt so Stellen am Sumpf... Da hört es einfach nicht auf mit Gegnern. Komm, hau... Ah, nein, nicht hängen bleiben. Ui, das war knapp. Ah, dann könnte die Vergiftung jetzt noch komplett... Nee, natürlich nicht. Nein! Au, au, ach! Ey, der Sumpf, der hat's echt in sich. Ich sehe schon, wir sterben hier gleich wieder. Ich habe natürlich auch null Tränke, gar nichts mit, ne? Kann ich schon irgendwas nachhauen? Jo, kann ich. Perfekt. Wir müssen erstmal den Geist wegkriegen. Der darf uns nicht nochmal erwischen. Ah, die Ausdauer, es hat nicht gereicht. Verdammt. Und hier kommt schon wieder eine Million Schlundis. So, jetzt ist erstmal der Geist weg. Dann hauen wir die Skelette hier noch weg. Und wir müssen da vorne den Torger, den müssen wir jetzt erstmal kriegen. Der haut mir hier die ganze Zeit Pfeile in den Nacken. Komm, hau nochmal zu. Perfekt. Ja, das war schon wieder verdammt knapp, ne? Ich möchte jetzt nicht nochmal unbedingt hier eine Vergiftung kriegen. Es hört halt im Sumpf auch einfach nicht auf. Du machst zwei Gegner tot und es kommen drei wieder nach. Das ist halt immer so ein bisschen das Kritische. Und wir haben schon wieder fast die ganze Folge damit verbracht, hier einfach nur ein paar Schleimlinge zu hauen. Gut, ich glaube, wir haben es erstmal. Wir sammeln hier mal noch ein bisschen Schlamm ein, um was so Schönes rumliegt. Und zack, geht's weiter. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Sumpf. Komm, Ausdauer. Naja, das Problem ist halt beim Sumpf auch noch, du rennst die ganze Zeit durchs Wasser. Sprich, ausdauertechnisch regeneriert sich es halt auch noch deutlich langsamer. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt irgendwie hin, ohne hier... Oh, okay, geil. Na, okay, ich sag nichts mehr. Also noch ein Stück weiter hier hinter, wir gucken mal. Irgendwo muss ja noch ein Gebirge lauern und so entdecken wir zumindest noch ein bisschen was von der Karte. Weil hier kommen wir am Ende, wir kommen an die Seeschlange und werden wahrscheinlich zerberstet. Plus halt noch Insel des Todes und die ganze Zeit Sumpfviecher. Wir haben es gerade schon gesehen, so gut ausgerüstet, wie wir auch sind. Wenn hier einfach 5, 6 so eine Gegner auf einmal hinter dir sind, kann es selbst im Sumpf noch sehr, sehr gefährlich werden. Also lasst mal gucken, dass wir hier vielleicht doch noch irgendwo anders ein Gebirge finden. Da ist was Gebirgiges. Ach, also doch, aber hier vorne kommen, glaube ich, wieder Ebenen, ne? Ach, Menno. Aber da hinten kommt auf jeden Fall ein großes Gebirge, weil das hier ist eine Ebene. Nee, kein Bock jetzt. Da hinten kommt auf jeden Fall irgendwas Großes. Ich hoffe nicht, dass es wieder Nebellande ist. Es sieht schon wieder so hoch aus, dass es das sein könnte. Er tut mir auf jeden Fall auch leid, wenn ich mich hier irgendwie doof anstelle. Vielleicht hätten wir wirklich direkt unsere anderen kleinen Inseln, die hier sind, alle mal begehen müssen. Wahrscheinlich kommt überall ein Gebirge und ich... Schipper hier schon wieder die ganze Zeit auf dem Ozean lang und komme am Ende zu keinem Ergebnis. Ist auf jeden Fall nicht mit Absicht. Ja, ich glaube, da hinten ist wieder Nebellande.
Wir sind schon wieder relativ am Ende der Map. Und das wirkt mir schon fast zu hoch für ein normales Gebirge. Ach, komm, wir driften ab. Das ist wahrscheinlich noch ewig weit. Und dann sind wir die ganze Folge wieder bis dahinter gefahren. Aber wir haben ja schon gemerkt, dass hier irgendwie immer so an dem Rand die ganze Zeit Nebellande kam. Lasst uns mal hier lang düsen. Wir nutzen noch ein bisschen den Wind. Guck mal, da kommt mal dunkler Wald. Das da hinten ist auch wieder was etwas Höheres. Wir schauen mal. Aber wir haben mittlerweile schon echt viel von der Map nicht aufgedeckt, aber zumindest mal lang gedüst. Also gerade so die ganze westliche Seite haben wir doch schon einiges entdeckt. Also hier haben wir auf jeden Fall dunklen Wald. Ich glaube, das dahinter ist kein Gebirge. Ich glaube, hier kommen wieder Ebenen, ne? Oder ne, ist auch Nebellande. Ja, wir sind auch hier schon relativ weit raus. Ist das Nebellande? Ja, ne? Ich glaube, an diesem roten Zeug auf den Stein erkennt man das immer. Ja, Nebellande. Ach, Manu. Ja, wir sind aber auch hier schon relativ weit draußen. Die Frage, ob das jetzt irgendwas bringt. Ach, kommt, Leute. Ich weiß, ich habe gerade gesagt, wir machen es nicht, aber wir machen es jetzt doch. Ich hoffe mal, wir können hier mal kurz parken, ohne dass hier irgendwelche richtig krassen Viecher kommen. Ich habe halt echt noch gar keinen Plan von Nebellande. Ich hoffe nicht, dass das gerade ein Riesenfehler ist, den ich begehe. So, guckt mal, wir stehen doch mit dem Boot jetzt echt nah am Wasser. Jetzt basteln wir hier erstmal noch, können wir noch nicht. Boah, drückt mir wirklich die Daumen, dass hier nicht gleich irgendwas richtig Heftiges ankommt. Ich hab echt Schiss davor. So, das Edelholz brauchen wir noch. Die Augen haben wir, die noch einstecken. Wir haben die Sortlingkerne. Hier sind die Augen. So, wie haben wir das genannt? Steinmutti oder Muttistein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe, eins von beiden stimmt überhaupt. Ihr wisst, ich und Portalnamen. Das stimmt schon mal nicht. Muttistein? Bitte lass es stimmen. Ah, Gott sei Dank. Also, sorry, wenn ich mich jetzt gerade mitten in der Folge nochmal komplett umentscheide. Obwohl ich vor 2 Minuten gesagt habe, wir machen das nicht so. Aber wir sind halt gefühlt auch hier so weit draußen, dass hier nur noch Nebellande kommt. Wir machen jetzt doch alles leer, kloppen das Boot klein und fangen mit der Suche nochmal ganz von vorne an. Boah, hoffentlich sind die nicht alle voll. Hier passt noch ein bisschen was rein. Voll. Ne, die können wir behalten. Ja, da kriegen wir doch was unter. So, perfekt. Wieder zurück. Und dann gehen wir die Sache nochmal anders an. Wir sind so weit draußen mit dem Boot. Irgendwie kommen hier nur noch Ebenen und Nebellande. Und ich habe halt auch echt keinen Bock, hier noch 5 weitere Folgen blöd rumzusuchen. Nur um erstmal ein Gebirge zu finden. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir da auch den Stein finden. So. Ah, es könnte mit den Eisennägeln und so könnte knapp werden, ne? Komm, wir machen nochmal fix. Zurück und das Inventar leer. Bevor wir das Boot jetzt zerkloppen und dann können wir nicht alles auf einmal in den Rucksack packen. Ach, komm schon. Ja, hier ist noch ein bisschen Platz. Und Drachenei, perfekt. Wir machen das Boot klein, machen jetzt zur Basis wieder zurück. Dann können wir mal gucken, dass wir die Zwiebeln und so einpflanzen. Und dann fangen wir da nochmal komplett neu an mit der Suche. So, sind wir jetzt im seichten Gewässer, ja, ne? Also ich
glaube, besser geht's nicht. Sind wir mit Frostner besser dran? Oh, Frostner ist halt echt flink, ne? Guck mal, wie schnell der zuhaut. Wehe, wir verlieren jetzt hier irgendwie die Eisennägel. 40 Edelholz. Jetzt wirklich wieder die Eisennägel weg. 10-mal Hirschfell. Ja, wir trinken. Also wir haben die uralte Rinde, wir haben 40 Edelholz bekommen. Aber wo sind die Eisennägel? Oder ist es wirklich so, dass wir die einfach nie wieder kriegen? Ach, ich wusste es. Oder? Sind das dort die Eisennägel da unten? Willst du mir jetzt... Warte mal, jetzt lass mal gucken. Das sind die Eisennägel, ne? Willst du mir jetzt wirklich erzählen, wegen dem kleinen Stück kriegen... Ah, perfekt. Okay, ich nehme alles zurück. Stein vom Herzen gefallen. Aber hallo. Ja, war gut, dass wir nochmal zu Hause waren. Guck mal, was die wiegen. Na gut, die sind nur 50, aber alles andere wiegt halt recht viel. Jetzt haben wir zwar das Portal für immer hier stehen, aber wir können die Suche nochmal ein bisschen besser beginnen. Nehmt's mir nicht übel, aber das hätte so, glaube ich, nichts gebracht. Wir haben es geschafft mit der Folge. Leider. Ging mal wieder schnell rum, mal wieder nichts erreicht, wie immer. Aber wir haben die Eisennägel zum Glück zurück. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.